So, und ihr habt keine Sekunde verpasst. Wir sind hier immer noch im Vault unterwegs und kämpfen uns da fleißig nach vorne mit meinem absolut fähigen Begleiter Cotsworth, der mir selten im Weg rumgeht. Eigentlich fast nie, natürlich. Und da geht's auch gleich wieder runter. Vielleicht wird es da gleich wieder so eine epische Schlacht geben. Ich will mal gucken, wie viel Stimpacks ich überhaupt noch habe. Okay, 12 Stück. Red Away bin ich mittlerweile ganz gut dabei. Okay, Splittergranate nur noch eine. Dann rüsten wir die mal aus. Das Grün verwirrt mich übrigens im als Ziel. Vorrichtung deutlich verwirren. Würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. So. Das ist auch gut gezielt. Einfach mal in die Menge rein. Jetzt komm mal. Cotsworth, jetzt mach mal was. Cotsworth, du bist unnütz. So, ja, ach, Cotsworth, halt die Schnauze, ey. Langsam regst mich auf. Machst gar nichts, fliegst zurück, sobald du einen Gegner siehst und dann sag, machst du große Sprüche. Unnützester Begleiter ever. Und bist auch noch voll. Nicht mal, wer was abgeben kann ich dir, dass du noch was trägst. Cotsworth. Schlimmes Esser. Aber ich fighte mich aber schon, aber sowas von nach vorne. Hoffentlich trifft da einer. Naja. Wieso auch nicht? So, kritischer Schlag. Warum lädt er jetzt nicht selber nach? Wow. Cotsworth, bitte. Wenn du schon nichts machst, dann geh mir nicht noch im Schuss um. Mhm, genau, Cotsworth. Genau. Probier's nochmal mit einer Mine. So, die erste Mine hat mal gut geklappt. Aber die, glaube ich, war jetzt nicht so Brüller. Deswegen. Aber die eine war gut. Die hat viel gebracht. Eine mächtige 10 mm. Ich renne mit so einer nicht mächtigen rum. Die will ich schnell mal vergleichen.
renne hier, glaube ich, mit der rum, genau. Die macht 21 Schaden. Wo ist die andere? Die macht... Oh, die ist ja viel, viel, viel besser. Die erkläre ich als neuen Favoriten. Die probieren wir jetzt mal aus. Ah ne, jetzt habe ich nochmal so eine aufgenommen. Ne, egal. Aber, wie gesagt, aus Munitionssicht muss ich sagen, gibt es hier einiges. So ist die Frage, irgendwo wird hier noch ein Gegner sein. Nur wo? Der sieht fast so aus, ja. Aber da ist, glaube ich, keiner. Aber es ist doch jetzt die Nichtmächtige. Warum habe ich vorher jetzt... Moment. Moment. Doch, das ist er. Als Favorit auf die 3. Ja, da habe ich es doch wieder. Ah, weg ist er. Weg mit dir, komm. Komm, einer trifft. Ja. Ja, der eine langt doch schon, wenn er trifft. Die Schiebetür brauche ich nicht zu machen. Haarklammern. Yeah, wieder neue Haarklammern. Die sind immer wichtig. Aber ansonsten ist hier nicht viel zu holen. An dem Schalter kann ich ausnahmsweise mal nichts machen. Okay. Terminal, ne. Haarklammern, wieder mal gut. Meine Angst weicht hier so ein bisschen. Dem Action-Drang, muss ich gestehen. Also das merke ich stark. Unten bin ich immer so ein bisschen ängstlich, aber hier drin, da geht's gut ab. Da fühle ich mich dann wieder heimisch. Wobei die Gegner ganz schön hässlich ausschauen, das muss man mal dazu sagen. Aber auch dieser Style davon, dass dieser Vault noch nicht mal fertiggestellt ist, das finde ich alles ganz, ganz, ganz cool. Oh, das könnte hier... Ich wollte gerade sagen, da könnte es hier doch gleich rund gehen, aber das... Der Dino. Den besorge ich es aber halt einfach mal so. Schau mal, ob ich dann irgendwas treffe. Ne, aber es schaut so aus, als ob er seine HP behält. Aber ich finde die Szene auch so, wie es gemacht ist, finde ich da lässig. Okay, ich habe ihn noch einmal getroffen, jetzt wenigstens. Ich muss sagen, komm raus und steck
Mächtig. Das ist schon wieder nicht die Mächtige. Das ist nervig, warum er die nicht umswitcht auf die Mächtige. Warte mal, das geht doch. Zweifel hau ich dir einfach raus. Wenn ich da sage. Ah ne, jetzt habe ich die Dinge rausgeschmissen. Da, die will ich auf die 3. So, genau, jetzt habe ich hier das Pfeilchen. Und dann, was fehlt mir jetzt noch? Die Maschinenpistole, aber da habe ich doch auch schon eine bessere gehabt. Die war auf der Maschinenpistole? Nee, da war glaube ich die. Jetzt weiß ich es wieder. Die Impro-Pistole, die war da. Auf der 4. Ich glaube, jetzt bin ich ausgerüstet. So, Dino. Aufseher, Türpasswort. Nee, das glaube ich auch nicht, dass er das noch braucht. Ist die Frage, soll ich hier erkunden? Ja, hier ist noch nichts Schlimmes. Und da auch, dass oben jetzt gerade nichts gekommen ist, als wir uns da so ein episches Battle gegeben haben, habe ich einfach mal die Vermutung, dass hier auch keiner ist. Okay, ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt auch nicht verlaufe. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Okay, ich gehe da lieber nochmal hoch, wo ich hin sollte. Oh, Toiletten. Das sind auch Toiletten, das heißt, hier geht es allgemein nicht weiter. Spiegel gibt es auch keinen für eventuelles Stimpack. Spins. Frostschutzmittel. Nee, da. Nichts Cooles dabei. Okay, dann ist hier unten schon mal nichts. Zumindest da drüben. Ich brauche jetzt keine. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Ich habe doch vom Dino da so ein Passwort, dachte ich. Aber gut, dann gehen wir mal hoch. Wieder zurück. Hier drüben nochmal rüber. Drüben nochmal rüber. Das ist natürlich auch wieder gut gedeutscht. Schauen wir mal, was da noch drin ist. Nein, so knapp. Jetzt. Mikroskop, unbenutzter Eimer, nichts Spannendes. Also wahrscheinlich für euch, Fallout Jünger, wahrscheinlich alles super tolle Sachen. Für mich nur nicht. Wahrscheinlich ist so ein Mikroskop Milliarden wert. Nee. Hey, du da! Ich weiß nicht, wer du bist. Aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Aha. Okay. Du musst das Terminal da hacken. Ach, danke. Das Aufseherpasswort habe ich ja. Habe ich doch gerade benutzt. Bitte warten. So. Nummer ziehen. Hey, mein Freund. Ah, mein strahlender Ritter. Ja, ja, ja. Die Frage ist doch, ist nichts warum da. Warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg nur, schaust um du aus? Privatdetektiv zu helfen? Mein Sohn, Sean.
ist verschwunden. Er wurde entführt. Das ist ja auch ein Roboter. Aber ich weiß nicht von wem oder wohin. Ein entführtes Kind, ja? Dann bin ich genau der richtige Mann. Wenn auch am falschen Ort. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem. Cooler Style. Ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Ja, folge Nick Valentine. Malones Leute hier waren früher kleine Gauner. Von größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist. Aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versteck. Moment, da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? So, die erste Mine hat. Weiter geht's. Alles klar, Kotzi. Und bam, kommt er von der Seite hier. Ich mag das. Der Fremde. Ja, der Fremde ist wieder weg. Gut. Lass uns weiterziehen. Ich spritze mich aber schnell fit. Die harte, laute Tour, was? Nun, solange es klappt. Das arme Schwein, das hier putzen darf. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Jetzt bin ich gespannt, wie er sie aufmacht. Achso, ja, natürlich. Kannst du mir auch mal beibringen. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. So, wo sind die nächsten Gegner? Lass uns tanzen. Willkommen zu deinem letzten Gefühl. Nimm das! Oh, ich habe Weim getroffen, glaube ich. Aber den letzten habe ich noch gemacht. So, aber man sieht, die Leute kommen hier schon. Was war das für ein Geräusch? Alter, da steht vor dir einer. Komm, mach einen Crit. Bam, weg. Crit noch einer. Ja, sehr gut. Ich mach da mal zu. Ist mir gerade ein bisschen wohler, wenn da die Tür zu ist. Weil du rennst hier so vor. Na, bevor der hier rumschießt, will ich noch mal schauen, ob ich da nicht noch Munition finde. Musik wird immer lauter. Also auf die Distanz trifft auch er. Das will ich nicht. Komm immer schön drauf aufs Gesicht. Okay.
so. Oh, der war wieder ein bisschen härter. Oh, erhöht die Laufgeschwindigkeit. Immer cool. Komm. Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Vault gebaut? Ein Fitnesstrainer? So, jetzt kann ich aber hier noch das eine Ding, das Anziehen des Sprinters. So, jetzt darfst du mal machen. Wenn einer rumkommt, habe ich ihn. Aber man muss halt nur rumkommen. Quadswerf. Hey, auf ihn. Quadswerf, mach mal einmal bitte was man dir sagt. Das kann er jetzt mal selber machen. Jo, der war gut. Der hat aber sowas von satt gesessen. So, was nu? Gehen wir weiter. So, die Musik wird leise. Und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Ach toll. Der Name ist übrigens ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Noch eine verschlossene Tür. So, warte mal. Ich versuche mal hier ein bisschen gerade die Musik leiser zu machen, weil die Musik ist ja das Problem. Ja, sollte kein Problem sein. Hey, lauter neue Voltanzüge. Dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Natürlich. Muss ich jetzt aufmachen? Ach so, ne. Park Street Station, da kommen wir ja schon wieder raus. Wir gehen mit, können wir eigentlich einfach weglaufen. Was soll das denn? Du kommst in mein Haus, erschießt mich. Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa. Na, komm. Du wärst besser weggeblieben, Mickey. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wort habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt! Sie ist ganz schön durchtrieben. Was habt ihr und Nick überhaupt miteinander zu schaffen? Darla ist weggelaufen. Ihr Vater wollte, dass ich sie nach Hause bringe. Wie sich herausstellte, ist sie mit meinem alten Kumpel Skinny Malone, einem Gangsterboss, durchgebrannt. Hätte nie gedacht, dass er genug Leute zusammenkriegt, um sich einen Vault zu krallen. Das Leben ist voller Überraschungen. Hey, wer ist hier bitte der Boss? Wenn du was zu sagen hast, sag's mir! Das ist alles ein Missverständnis, Skinny. Das weißt du. Lass uns gehen. Wir kommen nicht wieder. Du und mich habt meine Leute zerlegt und jetzt erwartet ihr das... Gut. Ja? Ihr habt Glück, dass ich ihm noch was für die Sache im Steinbruch schulde. Ich zähle bis 10, dann seid ihr hier raus. Das ist ein Wort. Ansonsten vergesse ich meine guten Manieren und ballere hier alles über den Haufen. Was machst du denn, Skinny? Meine Mutter hatte recht. Ihr Ganoven habt keinen Mumm. Wir sollten besser von hier verschwinden. Und zwar schnell. Eins. Zwei.
Kannst du vorlaufen? Ich kenne mich hier nicht so ganz aus. Ich renne einfach der Trussi nach. Eigentlich könnte ich die über den Haufen ballern. Warte mal. Ach, der rennt da lang. Ah ja, da war ich ja schon mal vorher. So. Ja, damit kann ich gut leben, dass wir hier den schnellstmöglichen Ausgang nehmen. Nick Valentine. War ein schöner Vault. Leider noch nicht ganz fertig, aber ansonsten ganz prima. Architektonisch auf jeden Fall eine 3. Ach, sieh nur. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Deine Sekretärin Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast deinen Sohn Sean erwähnt. Ist er verschwunden? Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Gut, das ist doch ein Wort. Eine Errungenschaft sogar gewonnen, gerade sei mein Valentine, sehe ich auf Steam. Ja, dann ist diese Folge doch mit einem schönen Happy End und einem wunderbaren Himmel zu Ende gegangen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.